Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi, meine letzte Woche ist gekommen, es waren 1,5 tolle Jahre. Ja, das letzte Update, Leute. Naja, das ist meine letzte, da dies meine letzte Woche ist, kann ich sagen, was ich will. Das machst du doch sowieso immer, Bobby. Das wird eine lange Folge heute, Leute. Making of Nintendo Badge Arcade. Erstmal danke ich allen, die in der Arcade geholfen haben. Okay, los geht's. Das ist quasi eine Art Vorstellungsrunde. Warum sagst du jetzt quasi? Ich mag das Wort nicht mehr. Egal, dann solltest du vielleicht trotzdem noch verwenden, wenn es Bobby auch verwendet. Art Vorstellungsrunde aller, die man für so ein Spiel braucht. Ja, die Entwickler und Producer und Co. Gell? Also unten stehen die Namen, aber ich werde jetzt nicht ganz hoch und runter scrollen, weil das, naja, das würde dann noch länger dauern. Zuerst der Produzent, das ist die Person, die sich das Spielkonzept ausgedacht hat. Producer Koichi Kawamoto. Ja, kann sie ja vorlesen, wenn es nicht zu viele Namen werden. Ich kann heute überhaupt nicht mehr lesen. So wie, dass das Spiel an sich gratis ist, aber das Spielen Geld kostet. Ja, aber wir haben ja festgestellt, dass es auch ohne geht. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Dann der Regisseur. Er hat das Spielen basierend auf dem Konzept entworfen. Direktor Shohei Mizutani. Okay. Also die Namen sagen mir alle nichts, nur so nebenbei. Er hat die Kranspiele erfunden. Ohne ihn wären wir verloren. Ja, ohne ihn hätten wir vielleicht einen oder anderen einfachen Kran gehabt, glaube ich. Oder er hat das Spiel ganz an sich erfunden, so rum. Keine Ahnung. Der Regisseur erfüllt auch die Aufgabe, all die anderen Mitarbeiter anzuleiten. Mhm. Dann die Programmierer, die kümmern sich um all die Einzelheiten des Spiels. Es werden ein paar mehr Namen. Ich lasse es einfach mal. Und dann machen sie aus diesem Einzelheit ein wunderschönes Ganzes. Mhm. Sie verbinden es mit dem Miiverse, Netzwerkfunktion, das schwierige Zeug. Und auch dank ihnen kann ich hier stehen und mit dir reden. Aha, okay. Nun, die Grafikdesigner, findest du nicht, dass es hier echt hübsch aussieht? Ja, für 3DS-Verhältnisse auf jeden Fall. Die Kranspiele hinter mir, die Sammlungsstatue, sie haben sehr vieles designt, um diesen Ort hell und freundlich zu gestalten. Das sind die Markendesigner, sie haben tausend davon gemacht. Und da unten sind auch tausende Namen. Jeder Einzelne hat sich irgendwo in der Arcade kreativ eingebracht. Die Schöpfer der Ashley-Marken und Pixelformen sind auch dabei. Ja, alle halt. Dann haben wir die Spiele-Designer. Sie entwerfen die Kran-Spiele. Ja, manchen davon gehört echt eine Ohrfeige verpasst. Aber ohne Witz. Sie nehmen das, was die Programmierer machen und erstellen die tollen Kran-Spiele. Ja, es sind leider alle toll. Wir haben es schon festgestellt. Es gab ein paar echt tolle, so wie das bei dem die Marken angeflogen kamen. Achso, wo die von oben runtergefallen sind oder was meint er? Also war angeflogen, kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Ja, die sind nicht wirklich immer gut gewesen, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, wenn die Marken sich dann anders hingestellt haben, wie sie gerade ja, wollten. Oder wie man sie halt am besten greifen wollte. Als nächstes haben wir die Toningenieure. Sie kreieren den Ton. Macht Sinn. Die Hintergrundmusik ist von ihnen. Oh, und die Soundeffekte. Auch wie du redest bestimmt, gell? Und dann haben wir noch die Tester. Mhm. Die passen auf, dass nichts schief geht. Wie Marken, die stecken bleiben. Dann habt ihr aber schlecht getestet. Wir hatten mindestens 5 Kräne, bei denen das schon passiert ist. Bei verschiedenen Leuten, je nachdem, wie man gegriffen hat. Ja, wo man halt resetten musste oder halt Pech gehabt hat. Ich erinnere nur an das Training, wo der eine Arvin von Star Fox hängen geblieben ist, wo ich nicht dran kam. Ach ja. Also es ist halt wieder halt die Marken fallen, da hat man nicht immer wirklich hundertprozentige Kontrolle darüber, ob das jetzt so klappt, wie es klappen soll. Wir müssen uns bei den netten Leuten vom Mario Club für ihre Hilfe hierbei bedanken. Und nun ein paar... Ja, Bobby redet zu viel. Und nun ein paar Leute, bei denen wir uns besonders bedanken müssen. Nur dank ihnen kannst du die Marken in dein Home-Menü anbringen. Okay, dann danke dafür. Und Access Games, die bei den Marken und Kranspielen sehr geholfen haben. Lass mich raten, hier wie Kritzelpost und Co. Keine Ahnung. Hier haben wir die leitenden und ausführenden Produzenten. Generalproducer Shinya Takahashi und Executive Producer Tatsumi Kimishima. Okay.
Ich bin ja froh, dass ich die Namen halbwegs aussprechen können, auslesen kann in dem Sinne. Sie haben das alles erst möglich gemacht. Meine Stimme tut gerade so sich ein bisschen verabschieden. Ich glaube, mehr sage ich dazu nicht. Dann haben wir die Manager und Koordinatoren. Die stellen sicher, dass alles fertig ist, um jede Woche neue Marken herauszubringen. Ja, das ist aber die letzte Woche leider. Entscheiden, welche Kranspiele dran sind, Kommunikation mit den Testern. Achso, die sind schuld, warum gewisse Kräne nicht mehr gekommen sind oder halt, ja, sich nur einmal gemeldet haben, dann nie wieder. Bildmaterial raussuchen für die Marken, zusammenarbeiten, vorbereiten. Stimmt, ja, also koordinieren, Koordinator, klar. Die machen wirklich alles möglich, alles Mögliche, alles perfekt geplant, wie beim Chef. Sie planen, was wann erscheint, neue Zusammenarbeiten. Das hast du schon gesagt. Festliche Marken etc. Großer Dank an alle Designer, die geholfen haben. Es war nicht immer leicht. Und Dank an den Chef dafür, dass er jede Woche die letzten Checks durchgeführt hat. The Boss, Atsuto Yagi, Benedict Barrow, Chris Glerum und Ipai Kohara. Okay. Natürlich gibt es eine Person, über die wir noch nicht geredet haben. Mich! Ja. Wäre schön, wenn man wirklich jetzt mal erfahren würde, wie er heißt. Aber ich glaube, der hat echt keinen Namen. Von Anfang an nicht. Naja, um genau zu sein, all die Leute, die mich geschaffen haben. Zunächst die Charakterdesigner. Dank ihnen bin ich so niedlich. Okay. Und habe so eine tolle Persönlichkeit. Hier steht, mein Fell hätte ursprünglich gelb sein sollen. Wie schrecklich. Was? Wartet mal, das ist doch eine Anspielung von Kirby, oder? Ohne Witz, Leute. Also Kirby hätte ja anfangen, entweder gelb oder pink sein sollen. Das ist doch Absicht. Okay, alles klar, alles klar. Als nächstes die, die mich wirklich zum Leben erweckt haben, die 3D-Animatoren. Sie haben mich Sachen machen lassen wie das. Sie haben mir all meine Bewegungen und Verwandlungen herbeigebracht. Danke. Ich könnte erklären, wie mir die Tonleute meine Stimme gaben, wobei, ja, lass mir mal. Keine Ahnung. Und natürlich dürfen wir die 2D-Designer auch nicht vergessen. Sie kreieren Bilder wie das hier, wie dieses hier. Das hier soll mit Absicht schlecht aussehen, ehrlich. Ja, da war beim letzten Mal war er noch ganz stolz darauf, als er uns das gezeigt hat bei Mario Party. Mhm. Sie kümmern sich außerdem um Dinge wie Twitter, Werbung und solche Sachen. So viel zu Bild und Bewegung. Wie wäre es jetzt mit Choreografie? Dabei geht es darum, was ich mache und wie ich mich bewege. Ist alles so geplant. Diese Dinge auch? Stimmt, du bist vielleicht clever. Dafür sind die Programmierer verantwortlich. Und da wir schon vom Drehbüchern reden, die bestimmen, was ich zu sagen habe. Wenn die Animatoren mich zum Leben erwecken, dann ist das meine Seele. Jetzt ist die letzte Gelegenheit für uns, uns zu unterhalten. Hast du eine Frage? Nicht wirklich. Was machst du jetzt? Bist du immer so? Ja, was mit dem Chef? Das interessiert mich. Du meinst, ob wir dieselbe Person sind? Ich wusste, dass du das fragen würdest. Nun ja, weißt du, Ein paar Monate nach der Ladeneröffnung war der Chef ein wenig gestresst. Er machte sich Sorgen, ob er die Leute nicht freundlich genug begrüßen würde. So wurde eine zweite Persönlichkeit erschaffen, um die Kunden zu erfreuen. Ich finde es gerade so geil. Ich habe den passenden Punkt ausgesucht. Die Kunden wurden nett begrüßt und alles. Was schief ging, war die Schuld vom Chef. Und dem Chef würde man dies sehen. Naja, das war zumindest der Plan. Wie gefällt dir das? Ich schätze, das liegt alles im Auge des Betrachters. Ja. So, kurz gesagt, es gibt keinen Chef, Bobby war alles. Ach, ich habe gerade ganz kurz unten gesehen, da stand ein Arcade-Bunny-Skript. Also die haben den wirklich nur Arcade-Hase genannt. Der hat echt keinen Namen. Okay. Okay, gut, du von mir geredet. Weiter im Text. Mir fällt auf, dass das gerade tonnenweise Namen auf der Liste der Beteiligten waren. Wir haben jetzt schon fast Minuten erreicht. Eieiei. Aber die haben nicht alle zur selben Zeit daran gearbeitet oder so. Tatsächlich arbeiten etwa 90% der Originalbesetzungen mittlerweile an etwas anderem. Okay. Heißt, an neuem Spiel? Vielleicht neues Arcade-Spiel? Keine Ahnung. Im Namen aller Mitarbeiter, danke für alles. Und auch danke an euch, Leute, dass ihr von Anfang bis Ende dabei gewesen seid. Oder eher gesagt, immer noch. Ich höre ja nicht auf danach. Heieiei.
Auf zu unserem letzten Markenset. Es ist das Finalset von Pixel-Pokémon. Ja, die habt ihr unbedingt noch alle raushauen müssen, ja? Damit man bloß alle Pokémon bekommt, nicht Pikmin. Ich glaube, wir haben jetzt alle Pokémon- und Mega-Entwicklungen durch. Ja, dann freu dich mal. Ich weiß, ihr wisst ja, ich bin jetzt so verfreut über die Marken, weil es wäre schön, wenn die Krane leichter sind, aber die meisten davon sind so nervig, dass ich darauf keine Lust habe. Das sind eine Menge Marken. Hast du alle, die du wolltest? Noch nicht ganz. Also zumindest von generell von den Marken, nicht von Pokémon. Und als spezielles Andenken ein paar Marken nur über mich. Unten halt schön mit Bildern mit Hi, cute, aber ich sehe mir auch gleich. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie ich in deiner Kritzelpost aussehe, die ich nicht mehr benutze. Und überlege mal, wie hübsch ich erst in deinem Home-Menü aussehen werde. Ich habe schon ein paar Bobby-Marken im Home-Menü. Nicht? Keine Angst. Zu guter Letzt haben wir diese Woche Monstermarken. Haben wir diese Monstermarke. Es ist die Arcade selbst. Also halt, ja. Die komplette Arcade halt als Marke. Sie ist in zwei Megamarken aufgeteilt, die den Platz von 8 Marken einnehmen. Also richtig groß. Stell dir vor, man würde die als einzelne Marke greifen müssen. Das wäre ein bisschen arg. Es sei denn, man macht sie kleiner. Danke für alles in den vergangenen 1,5 Jahren. Ja, wie gesagt, Bobby bedankt sich. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das von Anfang bis Ende so durchziehe. Jeden Tag. Bis auf eine Pause. Dafür gibt es ein paar Gratisrunden. Danke, dass du es wie immer mit mir ausgehalten hast. Ja, es gibt nur noch eine große Ankündigung zu machen. Ich rede zu viel. Ab sofort geben wir täglich 2 Gratisrunden aus. Also fängt es heute schon an. Yay, Leute, wir können mit 2 Gratisrunden spielen. Jeden Tag. Da freut er sich. Und ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ihr auch. Schau vorbei, wann immer du Lust hast. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ja, jeden Tag, Bobby, jeden Tag. Bis kein Online mehr funktioniert bei dem Spiel, denke ich mal. Bin ich mal gespannt. Je nachdem, vielleicht kommen irgendwann nur noch schwierige Marken, wo es sich dann überhaupt nicht mehr lohnt. Aber das werden wir dann sehen. Und da haben wir diese Megamarken, von denen er geredet hat. Also man sieht halt wirklich hier schön, dass hier so ein Strich in der Mitte ist, dass es halt wirklich aufgeteilt ist. Und das sind alles große Marken. Also wenn man sich das hier rechnet, das wären 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 30... 34 Marken nur in diesem Kran. Also als gezählt auf von der App. Ich bin raus, ich bin einfach nur raus. Bobby hat zu viel geredet. Also von der Statue. Mhm. Ja gut, der Kranaufbau ist sowieso so toll. Den könnte man spielen. Ihr kennt es ja. Oh no. Ja, die Marke hier, die ist toll. Are you serious? Great. Ich bin gerade überlegen wegen den zwei verschiedenen Schnurrbartformen. Keine Ahnung. Gut, egal, nicht so wild. Okay, ja gut. Bei dem gehe ich davon aus, dass selbst wenn man hier reingreifen würde, dass die dann erst runterfallen, bevor die Marke fällt. Also heißt trotzdem 1, 2, 3, 4. Ja, also ich sehe schon, auch hier ist wieder viel mit 4 Runden zu spielen. Ich gehe einfach mal durch hier, ihr wisst es ja. Das sind ja sowieso immer so die Standardaufbaukräne. Der könnte man sogar spielen. Also heißt hier 1, dass die runterfällt. 2, 3. Und wenn man dann halt schafft, es hier runter zu bewegen. Wobei, den habe ich schon bei einem Japaner gesehen, beim Tutinoko. Die Marken hier oben, die sind fest. Die fallen nicht runter. Es sei denn, man schiebt irgendwie den Pfeil irgendwie so nach oben, dass die so leicht berührt werden. Aber die Marken fallen nicht runter. Da muss man echt aufpassen. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Ui, jetzt schon 13 Minuten, wir haben noch nichts gemacht. Den könnte man auch mit Links-Rechts-Bewegung spielen. Man sieht auch hier, ist es leicht angeschrägt, dass es halt hier gerade wird. Ob das halt dann klappt mit Links-Rechts-Bewegung, weiß ich nicht. Mhm. Wir könnten natürlich auch den hier spielen, wobei ich natürlich nicht sicher bin, wenn man halt die Marke hier löst, mit der hier, ob dann halt die im Weg ist, wenn man die Marke nach rechts bewegt. Ihr kennt es ja. Gibt es irgendwelche neuen Kräne irgendwie vielleicht? Also ich meine jetzt neue Kranaufbau in dem Sinne. Irgendwie sieht alles gleich aus. Also man merkt, früher oder später haben sie sich nicht mehr so viel Mühe gegeben, aber ich sehe schon, hier haben sie irgendwie, ja, keine Ahnung, so komische Teile dran gehängt. Keine Ahnung, ob das irgendwie Vor- oder Nachteil ist. Der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall neu. Das ist einer von den Pixel-Sets und der kommt jetzt erst. Das ist das Famicom Disk-System. Also hier, das hier und dann kann man das Famicom oben draufstellen. Und das sind halt die Disks. Und wenn ich jetzt den Kran hier spielen würde, dann
bin ich halt überlegen, da müsste man ja irgendwie die Marke hier durchdrücken. Und selbst wenn dann halt die Marke hier weg wäre, dann müsste man ja gucken, wie man an den Block hier drankommt. Also echt nicht ohne. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, ob ich jetzt den Kran spielen soll oder den hier. Ich glaube, warte mal, wenn ich... Den haben wir eh beim Training, gell? Ich gehe irgendwie davon aus, ich weiß gar nicht mehr, wie unser Japanisch gespielt hat, dass ich hier so reingreife, dass er deshalb auch greift und halt erstmal die ganzen Marken drüber hebt. Und dass er mit der zweiten Runde die Marke greift und dann die hier. Man kann natürlich auch hier mit Links-Rechts-Bewegung arbeiten, aber ihr seht, wie flach der Boden ist. Es wird eine halbe Ewigkeit dauern. Deswegen bin ich gerade überlegen, was ich mit dem Griff mache. Also hier eins, dass er hier vielleicht ein bisschen was rüberfliegt. Hier die zweite, die als dritte. Und ja, dass man eventuell dann, je nachdem, was hier noch übrig bleibt, in der vierten Runde dann noch die Marken greift irgendwie. Man könnte natürlich trotzdem mit Links-Rechts-Bewegung arbeiten, dass man zumindest halt hier vorne arbeiten kann, je nachdem, aber ihr wisst es ja. Wisst ihr was, ich spiele den Kran hier. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier so reingreife, dass ich halt die Marke greife, dass die dabei sich lockern und dass ich die dann mit Links-Rechts-Bewegung vielleicht hier runter bewegen kann. Ich hoffe, dass sie sich nicht verkeilen, weil wenn sie sich da unten so verkeilen, dass die nicht durchfällt, dann war es das natürlich. Aber ich habe irgendwie Bock auf den Kran, bin ich ganz ehrlich. Dann hoffen wir einmal, dass es klappt. Nein, nicht zu weit. Ich möchte auch durch noch die Marken da berühren. Okay. Okay, also man sieht schon, die Marke ist da unten auf jeden Fall festgeblieben. Ich gucke auf jeden Fall, ob ich da mit links-rechts bewegen schaffe, dass die dann doch runterfällt. Ansonsten müsste man die hier so durchdrücken, gell? Ja, dann können wir auch so schon mal testen, ob das klappt irgendwie. Na, rutscht die nach unten. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil sieht nicht unbedingt aus, als ob sie am linken Rand hängen geblieben ist. Ach, wisst ihr was? Ich mache mal kurz einen Cut. Also bis gleich. Ja, da ist sie gefallen. Okay, dann, ja, dann werde ich halt ganz gemütlich noch das Stick-System greifen. Ich hoffe, dass es auch festhält, weil ihr wisst ja, wie das halt bei den Schrägen hier so ist. Und dann am Schluss hier versuchen, irgendwie den Block zu greifen, ohne halt hier reinzugreifen, weil das wird dann vermutlich so sein, dass der Greifer keine Kraft hat. Ich könnte natürlich auch so reingreifen, da ich halt die Marke so ein bisschen nach links schiebe, aber na, ich möchte kein Risiko eingehen, ihr kennt es ja. Na, bin ich echt mal gespannt, ob er die überhaupt festhält. Na, bitte, bitte, bitte. Uiuiuiui. Na komm, okay, alles klar. Und er hat auch den Block ein bisschen nach links, bisschen nach rechts geschoben, dass wir ein ganz klein bisschen mehr Luft haben, aber auch nur ganz, ganz leicht. Also die Marke wird, glaube ich, auch nicht leicht. Also wenn ich hier es schaffe, hier genau so zwischen rein zu greifen, dann wird's was eventuell. Ansonsten würde sie vielleicht vorher fallen lassen, dass ich hier schräg runterfällt, dann habe ich natürlich ein großes Problem. Aber ich bin momentan zufrieden. Ja, Bobby speichert. So, gut, dass ich es rausgeschnitten habe, Leute, weil das Ganze hat über 5 Minuten gedauert, bis Bobby wieder die Verbindung hatte. Fragt mich nicht. Aber immerhin klappt das jetzt hoffentlich. Ich hoffe, dass das jetzt auch dabei so bleibt und nicht, dass wir nach dem Training dann nochmal das Problem haben werden. So, und hoffen wir mal, dass ich auf jeden Fall beim Training hier eine Runde bekomme. Dass ich halt die letzte, ja, das Ding da hier bekomme. Ich habe eine leichte Angst, dass es nicht klappen wird, aber ja, da hat man es zumindest gesehen. Ihr kennt es ja. Ich bin ja nicht mehr ganz so extrem dahinter. Also exakt schon, dass ich halt Sachen komplettiere, aber ich reg mich nicht mehr ganz so extrem auf. Es sei denn, das Game sagt selbst hier irgendwie nein. Also, dass irgendein Fehler passiert, an dem ich nicht schuld bin. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall den Kran. Ist halt nur schade, dass halt die halt nicht als 4 Marken zählen, sondern immer nur als eine. Sonst könnte man hier ziemlich viele Runden, ziemlich viele Kreisrunden rausholen. Hier ist heute Getränkskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, also ich muss halt gucken, dass ich die Marke hier gegriffen bekomme, ohne dass ich halt irgendwie an die hängen bleibe oder nicht zu weit gehe und was auch immer. Hoffen wir es einfach mal. Na? Ja, Mist, der hat in die Marke reingegriffen. Ja, war so klar. Okay, der erste Griff ist nicht ganz leicht. Entweder muss man ganz knapp hier entlang, dass man halt wirklich nicht in diese Marke reingreift, oder das ist halt leider so gemacht. Na, oh, das war zu früh losgelassen. Ja, verdammt. Ja, so wie zum Thema, ich, wobei? Also er greift auch schon gut in die Marken rein, in dem Sinne. Eieiei, also dafür, dass er ihn sie nicht wirklich hatte. Ich greife da jetzt ganz leicht rein. Na komm. Dass er halt die Marken beim Umwerfen halt runterwirft, so war der Plan. Oder auch nicht. Weil wenn ich jetzt hier nach links gegangen wäre, hätte die Marke wieder nach links geschoben, ihr kennt es ja. So, da greife ich hier mal einfach mal zwischen rein, einfach nur, weil ich es kann. Oder auch nicht.
Also man merkt schon, die Mangen sind zwar groß, die lassen sich auch relativ gut greifen, aber ich spiele hier gerade super schlecht. ja gut, bei einer Marke, dann bleibe ich halt bei der hier. Ich sollte vielleicht echt mal meine Taktik anwenden, nicht zu reden dabei. Dann bringt das Ganze auch was. Also man sieht schon, wenn er die Marken hat, dann hat er sie auch. Also das ist zumindest so schön gemacht, dass halt der Rand hier, also nicht glatt ist, sondern halt wirklich wie so gezackt, auch wenn man es nicht sieht, dass der Greifer halt auch gut festhalten kann. Also es hätte mehr sein können. Ja gut, ich sag nichts. Ach Leute, aber gut. Ich bin zumindest so weit zufrieden zu sagen, dann kann ich ja diese Runde, da kann ich auf jeden Fall fast schon sicher den einen Kran komplettieren. Einfach mal wieder 4 Runden. Eieiei. Und sowas, das ist halt natürlich auch das, was vielleicht schade ist. Wir haben zwar dann täglich 2 Runden, aber wir können uns nicht sicher sein, ob wir halt mehr als 2 Runden haben. Also halt, dass man sagen könnte, gut, wir können vielleicht dann 3 Runden haben. Aber dass man halt einen roten Bonus bekommt, den kann man nie voraussehen. Und jetzt ärgere ich mich eigentlich schon ein bisschen, dass ich den Kran nicht gespielt habe oder nicht angefangen habe. Weil dann hätte ich ja dann mit den 6 Runden komplettieren können. Dann gucke ich mal, dann hoffe ich doch, dass ich zumindest den mit einer Runde jetzt noch eine Runde brauche hierfür. Und ja, einfach die Klappe halten und ausprobieren. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Oder perfekt sogar, jetzt muss ich nur festhalten. Bitte, bitte, bitte. Na, okay, gut. Ich glaube, es wäre sogar ein bisschen fies, wenn der den hier fallen lassen würde, weil man dann wirklich schwer drankommen würde danach. Das hat geklappt, sehr schön. Ist zwar ein bisschen schade, dass es halt bei 4 Runden hätte man auch was anderes spielen können, ihr wisst es ja. Aber ihr wisst ja auch, besser so einen Kran komplett, als wenn man ihn irgendwo wieder spielen muss. Und jetzt bin ich schon fast geneigt, hier, ja, genau den hier zu spielen. Einfach nur, ihr wisst ja was, warum. Dann, ja, ich bin nur kurz überlegen, ob ich halt gucken soll, dass ich das Ding hier greifen soll oder einfach nur runterdrücken, dass sich alles lockert. Und da ich dann halt mit links und rechts Bewegungen arbeite. Ich glaube, ich versuche einfach runterzudrücken, das macht am meisten Sinn. Dass ich dann halt wirklich auch alles gelockert habe. Na? Okay, alles klar. Wäre natürlich ein Wunder gewesen, wenn er noch irgendwas runtergeworfen hätte, aber ihr wisst ja. Dann, ja, dann bis gleich. Das wird eine sehr lange Folge, Leute. So, das Ganze hat etwa 5 Minuten gedauert, was eigentlich ziemlich erfreulich war. Das sind dann einfach alle 3 Marken auf einmal runtergefallen, sehr schön. Und ich bin dann überlegen, ob ich halt direkt hier reingreifen soll, dass ich halt, wenn ich es hochhebe, dass dann vielleicht das hier das berührt, dass die Kugel dann ins Rollen kommt. Falls nicht, habe ich zumindest noch eine Runde. Hoffen wir es einfach mal. Natürlich nicht zu weit, dass ich das Ding auch greifen kann. Na, die Kugel hat sich leider nicht bewegt. Man sieht halt wirklich, dass sie hier richtig auflegt. Ja. Toll. Also selbst mit dem Schwung kommt die nicht rüber. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Also entweder ich kann hier am Rand entlang greifen. Ich kann, ja gut, ich habe hier oben leider so eine Sperre in dem Sinne. Was soll ich machen? Ich muss halt wirklich irgendwie gucken, dass ich die mit Schwung rüberkriege. Ansonsten bleibt es halt hier da links liegen und dann war es das natürlich. Ich kann natürlich, also hier irgendwo hingreifen, bringt das sowieso nichts. Ich habe es ja gerade gesehen. Selbst mit dem kurzen Aufstoßer von der Marke ist nichts passiert. Ärgerlich, wenn es nicht klappt, aber ich bin dann zumindest zufrieden, dass ich heute eine Runde ein Set kommentiert habe. Na? Ansonsten, wie gesagt, ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. In dem Sinne. Na komm, beweg dich vielleicht ein bisschen. Na, bitte, bitte, bitte. Okay. Das war Glück. Auf jeden Fall. Wie die da rumgehüpft ist, die Marke. Ach ja, aber so, das sind doch die schönen Tage, Leute. 2 Sets an einem Tag. Natürlich mit 6 Runden, klar, aber ich bin da durchaus zufrieden, auch weil der Kran hier an sich nicht lange dauert mit den Links-Rechts-Bewegungen hier. Also das ging richtig schnell. Man könnte natürlich auch noch die Marke hier runterwackeln, aber ihr wisst ja, wäre am Ende vielleicht auf selber rauskommt. Vielleicht, ne, wobei, ich hätte vielleicht doch eine Runde gespart, aber dadurch, dass halt sonst nichts mit nur einer Runde spielbar ist, ja, hätte es dann keinen Unterschied gemacht in dem Sinne. Ich habe mir halt ein bisschen Zeit gespart. So, dann gehen wir nochmal schnell zur Sammlung. Also, ja, bis gleich. Und das immer wieder. Ja, hier extra das Famicom Disk System. Steht auch extra drunter hier. Muss ich eigentlich viel sagen. Und hier haben wir das mit den, ja, mit den Greetings-Karten, sag ich mal. Sowieso immer noch die beste IO-Series. Ja, Nummer Set 184 und 185 komplett. Dann, ja.
dann könnt ihr mir heute auf jeden Fall gerne mal schreiben, was ihr von dem Update gehalten habt, was ihr von dem Spiel an sich in der Zeit, in der ihr es gespielt habt, haltet. Was ihr heute vielleicht gespielt habt auf jeden Fall, Trainingsrunde und habt ihr nicht gesehen. Ihr wisst ja, was ich meine, also was euch gerade so einfällt über das Spiel. Seid ihr traurig, ob es kein Update mehr gibt, oder seid ihr ganz froh, dass man zumindest sagen kann, man könnte eventuell das Spiel jetzt auch auf 100% spielen, weil man halt ein Ziel hat in dem Sinne, weil es ja nichts Neues mehr gibt. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich hoffe, euch hat jetzt... Ja, was sage ich eigentlich? Ich höre ja nicht auf. Ja gut, dann mach ganz normal. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, ja, morgen wieder. Wieder mit 2 Gratisrunden. Das ist auf jeden Fall das Schönste. Das könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Dass ihr dann tägliche 2 Kreisrunden habt. Ich weiß zumindest schon vom Stefan Kraus, dass er sich darüber freut, weil er jetzt nicht mehr warten muss. Er kann wirklich jetzt jeden Tag spielen, ohne Angst zu haben, dass er jetzt Kräne hat, die er nicht spielen möchte, weil er sowieso immer 2 Runden bekommt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.